So, meine verehrten Damen und Herren, willkommen zurück zu Final Fantasy IX. In der letzten Folge haben wir uns haben wir ein wenig Zeit in das Training investiert und halt auch in meinen Rage-Modus wegen Facebook und so. Und in dieser Folge würde ich gerne, beziehungsweise in dieser Aufnahmesession, muss ich jetzt mal das Buch aufschlagen hier neben mir, würde ich gerne erstmal schauen, wo wir angekommen sind, weil ich das etwas, ist schon etwas länger her. Anlegen. Okay, 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 Vivi kann alles. Okay. Ihm fehlt noch ein bisschen was, dann kann er sich aber noch was anderes erlernen. Habe ich das nicht im Kopf irgendwie? Ah nee, da hat er genau. Ja, da hat er gerade noch was zu erlernen und dann, wenn wir Aurora haben, dann wäre dann quasi die Organik dran. Genau, sie muss einen Drachentöter lernen, braucht dann noch einiges an AP. Level up am Eisenhelm. Und dann halt am Bronze die Pestizide. Weihrauch. Pestizide will man natürlich dann auch gleich machen, sobald sie im Weihrauch kann. Die Zauberküras, da lernt sie gerade Bodyguard, das ist natürlich ideal. Insomnia erlernt sie dann gleich und dann kann sie Tontauben und Hau den Lukas noch erlernen. Also das sind eigentlich noch alles ziemlich brauchbare Abilities, die es in dieser Folge für uns zu erlernen gilt. Wir werden jetzt in diesen Folgen, ehrlich gesagt, nichts anderes machen. Wir müssen diese Sachen nicht aktivieren. Mal schauen, verhindert Schlaf. Okay, nee, Bodyguard muss jetzt nicht sein. Fügt Untot, machen wir es halt einfach so. Genau, zack. Haben wir sonst noch irgendwas? Machen wir halt verhindert Schlaf noch an. Und dann haben wir eh nichts mehr. Gut. So, haben wir es jetzt wieder angemacht oder? Ja. Sie dann hat Sachen an, die mich nicht so begeistern. Ja, das ist schon wichtig. Das ist nicht ganz so wichtig, finde ich. Und da werden wir halt erteilt. Okay, wenn wir die drauf tun. Und vorerst nochmal. Nee, das machen wir nicht, das Bett brauchen wir eh nicht. Verhindert blind, genau. So, und Vivi noch? Falls der irgendwas noch hat, was man erlernen könnte. Nee, hat er nicht. Alles klar. Wir werden in dieser Folge, tut mir leid, ob es euch gefällt oder nicht, etwas trainieren noch, bevor wir in den Morast gehen. Wir haben jetzt sowieso eine Menge Zeit. Das wird eine ewig lange Aufnahmesession, das kann ich euch jetzt schon versprechen. So 2 bis 3 Stunden. Ja. Ihr habt schon richtig gehört, das wird schon eine ewig, ewig, ewig lange Aufnahmesession. Ja. So, demnach haben wir auch noch einiges, was wir besprechen könnten, wenn mir dann was einfallen würde. Schwarze Magie, Angriff auf alle, Sprung bitte, zack, und Angriff, zack. So. Wir müssten auf jeden Fall mal wieder ein Zelt benutzen. So wie mir das gerade. Also danach sieht es gerade aus. Überleben die das? Ja, das überleben die natürlich. Blöd, dass ich einen Sprung eingesetzt habe. Naja, wie dem auch sei, ich habe jetzt eine Art. Ja, so, es wird so sein. Ich kündige das einfach mal jetzt an. Wahrscheinlich ist das dann eh schon zu spät. Beziehungsweise es könnte sogar hinhauen, dass die Folge noch vor dem eigentlichen Release der anderen Folgen rauskommt. Und zwar geht es darum, dass ich in Zukunft Deponia und also auf alle zwei Tage verlegen werde. Und also wir haben jetzt beispielsweise so, also Final Fantasy bleibt jeden Tag die ganz normale Ration. Aber Deponia wird so sein, dass wir beispielsweise, ich weiß noch nicht genau, wie ich es anfange, also montags wird auf jeden Fall ein Deponia sein,
wahrscheinlich, bin mir nicht sicher, muss es erst noch verlegen, beziehungsweise so hinstellen. Dann würde ich gerne dienstags ein StarCraft 2. Ja, ich sag mal, es ist jetzt kein Let's Play, aber es ist eine Art Let's Learn, sagen wir es mal so. Wir erlernen quasi den Zerg-Spielstil für die Ranglisten. Und das braucht Zeit. Und diese Zeit kostet mich quasi meine Spielzeit für andere Spiele wie Deponia oder so. Und da ich recht gerne in die Platin-Liga oder beziehungsweise vielleicht auch höher, wenn sich's ergibt, aufsteigen würde, ist es eigentlich von alleine logisch erklärbar, dass man eben dafür mehr Aufwand betreiben muss. Deswegen wird Deponia nur jeden zweiten Tag kommen und danach halt StarCraft. Ansonsten haben wir noch eine kleinere Veränderung im Bereich der Wochentage. Und zwar wird es sonntags ab jetzt, wenn dann nur noch StarCraft-Videos geben, ein oder zwei am Tag, je nachdem wie viel ich auf Vorrat habe. Das hat den einfachen Grund, da jetzt bald meine letzte Phase beginnt, der Schulzeit, für dieses Halbjahr wohlgemerkt. Und ich möchte einfach gut abschneiden und da brauche ich halt ein bisschen Zeit zum Lernen. Und da, wenn ich dann schon montags bis freitags regelmäßig Content bringe von zwei Videos am Tag, ist es halt so, dass ich, ja, ich habe jetzt nicht kaum Zeit, aber ich habe deutlich weniger Zeit, sagen wir es mal so, um für die Schule zu lernen. Und da ich jetzt nicht unbedingt irgendwas für die Schule vernachlässigen wollte, ist es so, dass ich mir überlegt habe, ich werde einfach samstags und sonntags, ich habe vorhin nur Sonntag gemeint, gesagt, aber ich meine eigentlich samstags und sonntags, wird nur StarCraft erscheinen. Ob ein oder zwei Videos, weiß ich noch nicht. Warum nur StarCraft? Das liegt daran, dass ich sowieso jetzt am StarCraft zocken bin, also viel jetzt vor allem. Und da das sowieso der Fall ist, kann ich euch auch diesen Content liefern anstatt den anderen. Ist eigentlich logisch, wenn man sich das so überlegt. So, dann hätten wir das quasi geklärt. Dann wisst ihr jetzt Bescheid. Samstags und sonntags kommt nur StarCraft 2. Multiplayer natürlich. Was überlebt der eigentlich so viel, der Sack? Und, ja. Unter der Woche werden, je nachdem, ich glaube, drei Folgen Deponia sein. Und zwei Folgen StarCraft. Montag, Mittwoch, Freitag. Oder, ja, eigentlich wird es Montag, Mittwoch, Freitag, könnt ihr euch eigentlich sicher sein, weil am Wochenende, Samstag, Sonntag ist halt Deponia, StarCraft-Time. Und, ja. Also Montag, Mittwoch, Freitag, Deponia. Dienstag, Donnerstag, Samstag, Sonntag, StarCraft-Zeit. Und Montag bis Freitag haben wir einfach nur Final Fantasy 9. Das wird sich so lange ziehen, bis ich wieder mehr Zeit habe. Das heißt, Final Fantasy kommt Montag bis Freitag. Quasi wie so eine Anime-Sendung, kommt auch nur Montag bis Freitag. Samstag bis Sonntag ist halt spezialisiert bei mir. StarCraft-Wochenende nenne ich das jetzt mal. Und Montag, Mittwoch und Freitag Deponia. Das sind meine drei aktuellen Programme. Programme, kann man auch so nennen. Und ja, mal schauen, wie lange es noch dauert bei uns, bis wir mal eine Glasfaserleitung haben. Dann habe ich nicht mehr diese Probleme mit dem Hochladen, beziehungsweise mit dem... ja, also was heißt eigentlich mit dem Hochladen? Eigentlich mehr so mit dem... mit allem hoch... Also, dass alles hochgeladen ist. Ich krieg zwar... Ich kann zwar was hochladen, aber die Anzahl an Projekten, beziehungsweise an Content, der hochgeladen wird, ist halt gegen Null, kann man eigentlich schon fast sagen. Und das finde ich ist schon extrem schade. Und das muss auch nicht sein. Deswegen
werden wir einfach mal hoffen, dass bald bei uns die Glasfaserleitung vernetzt wird. Und ja, eine andere Möglichkeit würde sich bei mir ergeben, dass ich vielleicht bei einem guten Freund die Sachen hochladen lassen kann. Aber dies muss ich erst noch klären. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Aber sobald ich sein werde, seid ihr natürlich die Ersten, die das erfahren. Das ist ja keine Frage. Da seid ihr natürlich die Allerersten, die das erfahren werden. So, mal hier noch die Tontauben und die Hauden-Lukas-Sache. Ich nehme mal die Tontauben, die brauchen wir später ganz, ganz dringend. Pestizide müssen wir noch lernen. Weihrauch lernen wir gerade mit dem Escution. Level Up ist auch gerade in der Stellung. Haben wir danach noch was? Ja, genau, die Pestizide. So, haben wir noch ein paar Abilities zu erlernen und ein paar Level Ups, die wir erreichen können. Ja. Final Fantasy, also ich war mir schon etwas unsicher und habe mir gedacht, ja, vielleicht kann ich da die Training Sessions so rausschneiden, aber letztendlich muss ich einfach sagen, dass wenn ich die rauscutte, dass ich einfach nicht genug Zeit haben werde, selber zu trainieren, und dann wird das Spiel halt auch verdammt eng am Ende, und das möchte ich dann auch nicht so haben, muss ich ehrlich gestehen. Und bevor ich das dann eng irgendwie hab und dann am Ende vielleicht irgendwas hochladen muss und trainieren muss, und mache ich es gleich direkt. Das heißt, ihr kriegt alle am Anfang, ihr seht alles von Anfang an live on screen. Es passiert nichts offscreen. Außer irgendwie mein Aufnahmeprogramm oder meine Festplatte spinnt gerade, dann ja. Ansonsten nichts. Das bedeutet, das könnte ein mega Projekt werden, Final Fantasy, bis zu 200 Parts oder so, kann schon sein, vielleicht auch mehr, ich weiß es nicht. Kommt ganz auf meine Spielweise an und wie schnell wir natürlich vorankommen werden, wie viel ich zum Quatschen habe mit euch, wie viel ich als Ankündigung habe für euch, all das spielt natürlich eine große Rolle im Bereich Final Fantasy 9. Wenn ich natürlich mehr trainieren will, dann habe ich natürlich auch viel mehr mit euch zu bequatschen, beziehungsweise euch zu sagen. Wenn ich mehr Story machen will, beziehungsweise merke, da geht mehr Story anstatt Training, dann mache ich ja mehr Story, und dann seht ihr auch mehr vom Spiel. Und ja, ihr bekommt natürlich eine kleine Zusammenfassung von mir. Das ist beschissen, dass der jetzt ja, das ist scheiße. Naja, wie dem auch sei, ihr bekommt natürlich eine Zusammenfassung von mir, nach jedem Training, wie zum Beispiel jetzt, das sind ja auch wieder 2 oder 3 Folgen Training gewesen, oder 4 werden es sogar, bekommt ihr alles natürlich von mir nachgereicht, zusammengefasst, was so passiert ist bis jetzt, was ansteht als nächstes, wohin die Reise geht. Und sowas halt. Also nicht, dass ihr euch denkt, ich werfe euch da ins kalte Wasser und lasse euch da nichts machen. Sondern, ja, doch, also, ja, also, dass ihr da einfach Bescheid wisst. So, jetzt fehlen denen noch 1074. Und der andere nur noch 800. Es haben wir ein bisschen zu lange mit dem Level Up trainiert bei der Freier. Das ist ziemlich blöd, aber wir haben auch viel Geld. Ich müsste mal schauen auf einer Karte. Ich will, ja, Schwarzer Bildschirm ist immer gut. Müsste mal schauen, wo könnten wir was kaufen? Chocobus Wald, wir könnten höchstens noch zurück nach Lindblum, beziehungsweise Erddrachenturm, und uns dort noch ein paar Sachen kaufen, aber ich weiß es nicht.
Ja, ich glaube, wir machen uns mal auf den Weg, weil wir haben nicht mehr so viele Zelte und wir müssen jetzt ein paar benutzen auf jeden Fall. Wie zum Beispiel jetzt. Und da benutzen wir jetzt einfach mal ein Zelt. 11 Stück haben wir ja noch, aber so langsam. Und ja, also wir müssen uns auf jeden Fall regenerieren. Muss mal kurz schauen. Ja, bis zum nächsten Mal, Kupo. Wie viel haben Sie sich regeneriert? 87. Ja, also lebenstechnisch sind die eh wieder voll. Und ja, dann können wir direkt weiter suchen und weiter APs erlernen. Warum ich gerade so ein bisschen vom Thema abschweife, ist, da gerade jemand in WhatsApp schreibt und